Ja, hallo zusammen. Willkommen zu Archery and Outdoors. Mein Name ist Elmar Habecke und heute geht es um das Thema Wicklungen. Wie bekomme ich eine Wicklung hin, dass die hält, sich nicht verschiebt und nicht aufgeht? Ich habe in den letzten Wochen ein bisschen recherchiert und bin zu einer Lösung gekommen, die sehr vielversprechend aussieht. Ich habe die jetzt 4 Wochen auf einem anderen Bogen ausprobiert, bin sehr damit zufrieden und werde euch heute die Technik zeigen, die ich dabei verwendet habe. Wir brauchen hier so ein Wicklungsgerät. Ich empfehle den Biter Winder. In der schweren Ausführung, da bekomme ich eine richtig straffe Wicklung auf die Sehne. So ein Teil ist hilfreich, wenn man die Wicklung am Compound macht. Das klemmt man hier zwischen Kabel und Sehne. Und dann kann man da den Winder wunderbar durchführen. Thema Wicklung ist übrigens nicht nur für einen Compound interessant, sondern auch für Recurve, Langbogen und ja, im Grunde genommen für jeden Bogen. Für Demonstrationszwecke arbeite ich jetzt nicht mit dem Winder, sondern mache das einfach nur mit ein Stück Wicklungsgarn, damit ihr besser sehen könnt, was hier passiert. Normalerweise habe ich auch nicht so ein dickes Garn, sondern ein recht dünnes, aber wie gesagt, auf dem Video käme das nicht so gut rüber. Das Mittenwicklungsgarn wird einmal in die Mitte der Sehne platziert und ich habe jetzt hier 2 Enden. Ein langes, das die eigentliche Wicklung ergibt, und ein kurzes Führungsende, das ich später noch brauche, um die Mitten oder um die Wicklung stabil zu bekommen. Ich nehme das lange Ende, mache einen Schlag um die Sehne und führe das Führungsende einmal rüber, klemme das jetzt hier am Sehnenstopper fest und dann wickle ich das mit dem langen Ende ein. 3, 4, 5. Und zwar achte ich immer darauf, dass das Führungsende auf der Rückseite der Sehne liegt. Warum? Dann habe ich die Garantie, dass mein Knockfit passt und die Mittenwicklung nicht an einem Stück dicker ist und am anderen mal wieder dünner und ich habe einen bescheidenen Pfeilflug am Ende. Deswegen immer darauf achten, dass das Führungsende auf der Rückseite der Sehne liegt. Dann machen wir jetzt noch weitere 5 Schlag. 7, 8, 9, 10. Jetzt nehme ich mein Führungsende, nehme das einmal raus, das lange Ende einmal drüber und jetzt kommt das Führungsende wieder parallel zur Sehne und wird weitere 10 Schlag eingewickelt. Das garantiert mir, dass die Sehne in dem Bereich auf den 10 Schlag jetzt nicht aufgeschoben werden kann, weil die ja durch das Führungsende fixiert ist. So, haben wir 10. Einen noch. Okay. Wieder einmal raus. Einmal rum und das Führungsende wieder zurücklegen. Und weitere 10 Schlag. 10 Schlag mache ich jetzt bei kurzen Wicklungen wie einer Mittenwicklung, bei langen Wicklungen wie einer Endwicklung. Da kann man dann auch mal 18 oder ja, bis zu 25 Schlag machen, bevor man das Führungsende wieder rausnimmt. So. 6,
Immer wieder nachkontrollieren, dass es schön auf der Rückseite der Sehne liegt. 7, 8, 9, 10. So, nehmen wir mal an, wir sind jetzt am Ende unserer Wicklung angekommen. Dann nehmen wir das Führungsende raus und wickeln nochmal 10 Umdrehungen rum, bevor wir zum Ende der Wicklung kommen. So, Ende der Wicklung macht man mit einem sogenannten Backserving, das heißt, man wickelt zurück. Ihr seht jetzt hier, das Wicklungsgarn läuft von euch aus gesehen auf der hinteren Seite der Sehne. Das heißt, ich nehme das lose Ende einmal nach vorne und wickel das 10-mal zurück. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. So. Das lose Ende lege ich jetzt zurück Richtung Wicklung und wickel von hinten das Ende zusammen. Das funktioniert jetzt, weil wir gerade das lose Ende ja vor der Wicklung platziert hatten. Das heißt, das löst sich jetzt jede Wicklung auf und addiert sich zu der schon fast fertigen Mittenwicklung in dem Fall. So. Schön Zug drauf geben, dass das stramm wird. Wenn die beiden Enden zusammenkommen, nehme ich das lose Ende, halte das hier ein bisschen auf Zug, dass das sauber einläuft und ziehe das durch. Die 10 Stränge, die ich gewickelt habe. Ein bisschen aufpassen, zusammendrücken, festziehen. Fertig. Jetzt haben wir noch 2 lose Enden, die wir abschneiden und anflammen. Nummer 1 und die Nummer 2. Unser Feuerzeug. Und dann brennen wir das nur noch runter. Einmal. Zweimal. Und fertig ist unsere Mittenwicklung, die sich dank der eingewickelten Führungsschnur nicht öffnen und nicht verschieben kann. Ja, irgendwann wird das Ding auch aufgehen, das bleibt gar nicht aus, aber es wird länger dauern. Noch ein wichtiger Punkt, den ihr beachten müsst. Wickelt immer gegen die Drehrichtung der Sehne. Die Sehne hier dreht sich jetzt so rum, ist also von links nach rechts drehend. Die Mittenwicklung haben wir von rechts nach links drehend gemacht, also gegenläufig. Das hat den Effekt, dass die Mittenwicklung auf der Sehne fest bleibt. Wenn man jetzt mit der Drehrichtung der Sehne die Wicklung machen würde, also beide in die gleiche, von links nach rechts, von hinten nach vorne, dann wäre das wie ein Gewinde bei einer Schraube, was sich darauf bewegen würde. Ja? Die Mutter kann man auf der Schraube verdrehen und dann wäre die Mittenwicklung nichts anderes wie die Mutter auf einer Schraube. Das wollen wir ja nicht. Die soll ja an Ort und Stelle bleiben. Also die Wicklung gegen die Drehrichtung der Sehne machen. Dann passt das. Dann bleibt die Mittenwicklung in dem Fall an Ort und Stelle und geht auch nicht mehr auf. Oder viel, viel später. Ich habe das an einem anderen Bogen ausprobiert, seit ein paar Wochen. Und kann euch bestätigen,
Das hält ganz hervorragend. Das ist jetzt eine Mittenwicklung, wo ich sehr, sehr dünnes Garn verwendet habe für die Essentials Archery Knox. Und da sieht man hier die eingewickelte Führungslinie, das Führungsgarn, kaum. Ja, das sind alle 10 Wicklungen, kann man das erahnen, wo das ist. Macht aber der Dicke der Mittenwicklung gar nichts aus. Und der Knockfit ist weiterhin perfekt. Ich habe halt darauf geachtet, dass der Führungsstrang immer auf der Rückseite der Sehne verläuft. Jo. Das war meine Art und Weise, eine Wicklung zu fertigen, die sich nicht so schnell wieder auflöst oder wo die Wicklungsstränge auseinandergehen. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Würde mich freuen. Probiert es aus. Ist kein Hexenwerk. Auch mit dem Winder nicht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Erzählt es weiter. Wenn es euch nicht gefallen hat, müsst ihr auch nicht abonnieren. Aber wie auch immer, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Basteln und bis bald. Halt, du kommst da auch noch drüber. This place.